Wir sind schon bei Teil 7 jetzt, ne? Ach so. Hallo und willkommen zu Teil 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich danke euch echt für das Interesse. Ich möchte diesen Teil kurz, ja, bei diesem siebten Teil kurz was anmerken. Ich habe gemerkt, dass ich im letzten Teil ziemlich abfällig in Anführungszeichen über meinen Stiefvater Josef gesprochen habe. Das habe ich auch tatsächlich damals so empfunden und auch viele Jahre später so empfunden. Ich habe diesen Mann wirklich gehasst. Ich glaube, wir haben uns beide gehasst. Und die Situation zwischen uns wird sich dann auch noch im Laufe meiner Erzählungen zuspitzen, bis hin tatsächlich zu körperlichen Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat. Also es war wirklich ein Verhältnis, das schlimmer nicht sein könnte. Und deswegen möchte ich ein bisschen vorgehen, denn Josef und ich sind kurioserweise heute sehr gut miteinander befreundet. Das allerdings aber auch erst seit ein paar Jahren. Genau genommen seit dem Zeitpunkt, seitdem er und meine Mutter getrennt sind, lustigerweise. Bevor ich mit dem, ja, mit der Story weitermache, möchte ich kurz dann noch drauf ja, vorgreifen, wie das gelaufen ist. 2010 war es, klingelt Josef bei mir an der Tür. Also ich wusste, dass meine Mutter sich von ihm getrennt hat und er war auch sehr verletzt und sehr betroffen, hat bei mir geklingelt, weil er mir irgendwas abgeben wollte. Ich habe ihn daraufhin reingebeten, ihn zu einem Kaffee eingeladen, den er auch die Einladung hatte dankend angenommen. Und das war schon ein bisschen komisch, dass ich mit meinem verhassten Stiefvater zusammen an einem Tisch sitze in meiner Wohnung. Das hat es vorher so nie gegeben, dass ich alleine mit ihm gesprochen habe. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, wie es ihm geht, wie es ihm mit der Situation geht. Und er hat sich damals tatsächlich, ja, mir anvertraut, sich ausgekotzt und ist tatsächlich fast 3 Stunden, glaube ich, geblieben. Und beim Abschied klopft er mir auf die Schulter und sagt: Hör mal, mit dir kann man total gut reden. Ich wusste gar nicht, dass man mit dir so gut reden kann. Sagt mein Stiefvater zu mir nach fast, ich weiß gar nicht wie lang, 25 Jahre kannten wir uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich. 25 Jahre. Und ja, seither haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis und telefonieren und ja, war auch letztes Jahr hier zu Besuch. Das möchte ich an dieser Stelle nur kurz anmerken, damit eben Hashtag No Hate ja, mit dieser Information würde ich mir gerne einen Darfschein dafür geben lassen, dass ich jetzt in den nächsten Teilen auch weiterhin abfällig über meinen Stiefvater rede. Denn wie gesagt, heute haben wir ein völlig anderes Verhältnis. Nur damals war es tatsächlich nicht möglich, dass wir zusammen unter einem Dach gelebt haben. So viel dazu. Jetzt nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, welches Jahr es damals war, aber ich habe im letzten Teil, glaube ich, gesagt, ich wäre 7 gewesen, aber inzwischen, ich bin ja auch älter geworden. Sagen wir mal, ich war da so 8. Also ein Jahr älter. Wir haben immer noch im Haus gewohnt, was mein Vater gebaut hat. Das sollte ja verkauft werden und es kamen zwischendurch auch immer Leute, die sich das Haus angeguckt haben. Und ja, wir wussten, dass wir bald auch umziehen würden. Jetzt war es so, dass wenn meine Mutter mit Josef mal etwas unternehmen wollte, ja, wenn dann kein Babysitter zur Hand war, dann kam es dann auch schon mal vor, dass meine Oma über uns, also die Oma mit Dachschaden, wenn ich das so sagen darf, auf uns aufgepasst hat. Überhaupt war die Situation mit meiner Oma
Natürlich hat die sich dann auch zugespitzt, nachdem mein Vater ja ausgezogen war oder nicht mehr da war. Und ich weiß nicht, wie viel meine Mutter ihr erzählt hat, aber dann war es dann tatsächlich so, dass mein Vater plötzlich zum Hassobjekt meiner Oma wurde und sie ständig über ihn geschimpft hätte, dass er ihr irgendwelche Sachen geklaut hätte, nebst meiner Oma nebenan. Also wenn sie dann wieder am wenn sie wieder in Action war, dann lief sie tatsächlich auf dem Balkon oder durchs ganze Haus und war auf der Suche nach irgendwelchen Klamotten, Geld, Möbelstücken, die mein Vater ihr geklaut hat oder meine Oma, die andere Oma. Josef war da relativ schmerzfrei. Wenn sie unten bei uns in der Wohnung stand und am Schimpfen war, hat er sie teilweise echt sehr unsanft angepackt und sie rausgeschmissen, was mich teilweise echt entsetzt hat. Aber gut. Es war auch manchmal wirklich nicht schön mit ihr. Aber hin und wieder hat sie auf uns aufgepasst und ich kann mich daran erinnern. Das war wohl Silvester. Da war ich und meine Schwester oben bei meiner Oma und haben dort Silvester verbracht, weil Josef und meine Mutter auf Party unterwegs waren. Wir sollten also bei meiner Oma übernachten. Der Abend war dann doch sehr spannend und wir durften ja Fernsehen gucken. Das war ja wieder das Größte. Wir durften ja Fernsehen gucken. Ich weiß nicht, was da lief, Musiksendung oder sonst irgendwas. Irgendwann ist dann meine Oma und meine Schwester auf der Couch eingeschlafen und ich saß auf dem Sessel in eine Decke gehüllt und hab einfach auf diesen Fernseher gestarrt. Ganz egal, was da lief, und war einfach nur froh und glücklich, dass ich da Fernsehen gucken durfte. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das, was da im Fernsehen lief, wohl nicht für Kinder war. Denn das, was da im Fernsehen lief, wurde ein bisschen gruselig. Ich weiß auch noch heute, wie der Film hieß. Das war Tanz der Vampire. Ich habe keine Ahnung, worum es da in dem Film ging, aber ich habe immer noch diese Szene im Kopf, wie dieser eine Typ da seine Zähne ausfährt und in eine Bibel beißt oder irgendwie sowas. Also es war ein Horrorfilm, es war ein Gruselfilm. Und als ich das gesehen habe, da schoss mir wirklich das Adrenalin durch die Adern. Und es war so eine Mischung aus Angst, Entsetzen, aber irgendwie auch Faszination und Spannung. Und habe dann festgestellt, dass ich total auf sowas abfahre. Ist ja auch heute noch so. Also das ist wirklich, das war ein Adrenalinschub. Das hat mich total euphorisch gemacht. Und ich habe tatsächlich diesen Film heimlich zu Ende geguckt. Da war ich dann 7 oder 8, also 8. Und diese Leidenschaft, das habe ich also nicht vergessen an diesem Abend und habe dieses Erlebnis damals mit meinem besten Freund Alexander geteilt, der dann auch sich offenbart hat, dass er sowas gerne guckt und hat mir dann auch verraten, dass er eigentlich auch Zugang zu vielen solcher Filme hatte, denn er hatte Verwandtschaft, die wohl in einer Videothek gearbeitet haben. Somit war klar, dass Alexander und ich in Zukunft uns hauptsächlich nur noch mit Horrorfilmen beschäftigen würden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war die kleine Anekdote. Oma schläft ein und lässt mich einen Horrorfilm gucken, versehentlich. Was ich da noch vergessen habe zu erwähnen, dass ich ja schon gesagt habe, als ich damals mit meinem Vater dieses Boris Becker-Spiel gesehen habe, hatte ich ja erwähnt, dass ich da angefangen habe, Tennis zu spielen. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, denn ich bin tatsächlich in einen Tennisverein gegangen und habe professionell Tennis spielen gelernt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich weiß auch, dass ich damals einen Boris Becker Tennisschläger, ich weiß nicht zum Geburtstag, aber irgendwoher hatte ich diesen Tennisschläger und habe wirklich leidenschaftlich gern Tennis gespielt, auch mit dem Hintergrund, irgendwann mal mit meinem Vater Tennis zu spielen, denn er hat auch Tennis gespielt. Das war ja damals so, dass irgendwie
Jeder, der irgendwas auf sich hielt, Tennis gespielt hat. Oh, ich muss das trinken. So. Ja, warum ich das mit dem Tennis erzähle, hat folgende Bedeutung, dass ich also ja oft auf dem Tennisplatz war. Den konnte man sicher mieten und habe auch hier mit Freunden gespielt. Ja, Tennis war für mich auch eine wichtige Sportart, wo ich dann auch festgestellt habe, dass ich über diesen Sport sehr viel Frust ablassen konnte. Allerdings war ich da, kann mich auch noch mal daran erinnern, dass ich auch beim Spielen teilweise echt aggressiv geworden bin und mich immer furchtbar aufgeregt habe. Und ich weiß auch noch, da habe ich mit drei Jungs ein Doppel gespielt und die haben mich irgendwie verarscht. Und da habe ich vollkommen die Nerven verloren und diesen Schläger auf den Boden geschmettert. In meiner Wut. Und dann war mein Schläger kaputt. Also der war komplett verbogen und da habe ich wirklich, da war ich entsetzt und zutiefst erschüttert, dass mein Schläger kaputt war. Warum ich das erzähle? Ja, ich wollte so ein bisschen darauf hinweisen, dass ich dann doch, wie sehr oft in meinem Leben, eine ziemlich kurze Zündschnur hatte. Vor allen Dingen dann, wenn ich sehr gestresst war oder sehr belastet war oder viel runtergeschluckt habe, dann kam dann auch zwischendurch mal dann so Zeiten, wo wirklich meine Zündschnur sehr kurz war und ja, ich auch schnell explodiert bin. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon festgestellt, dass ich dann doch schon sehr darauf geachtet habe, mit welchen Menschen ich mich umgebe oder welche Freunde ich hatte. Also ich habe festgestellt, dass viele, mit denen ich vorher in meiner Straße auch eng befreundet war, dass ich die Freundschaften so ein bisschen in Frage gestellt habe aus verschiedenen Gründen. Ich will nicht sagen, streitsüchtig geworden bin, aber ich habe eben durch diese kurze Zündschnur festgestellt, dass mich vieles gestört hat. Mit dem einen, den ich gespielt habe, das war auch der, ich habe ihm jetzt keinen Namen gegeben, nicht weil er nicht so wichtig war, sondern der, mit der, von dem ich erzählt habe, zu dieser Missbrauchsgeschichte, wo mit dem mich Charlie erwischt hat, nennen wir ihn, müssen ihm doch einen Namen geben, nennen wir ihn Markus. Nennen wir ihn Markus, genau. Also mit Markus war ich sehr gut befreundet. Ich mochte Markus auch sehr. Also Markus war der, mit dem ich da so ein bisschen im Wald auf Tuchfühlung gegangen bin und ein bisschen rumgeknutscht habe und von dem ich dann, ja, mit dem Charlie mich dann erwischt hat, der Charlie aus der Missbrauchsgeschichte. Mit dem hatte ich ja so auch viel zu tun. Allerdings war das tatsächlich immer so, dass wenn ich mich mit ihm getroffen habe, dass es immer irgendwie darauf hinauslief, dass er mir in die Wäsche wollte. Vielleicht war es auch umgekehrt, ich weiß es nicht, aber irgendwie war das nicht gut. Das war einfach nicht gut. Das war irgendwie beängstigend und ja, irgendwie hat mir das Angst gemacht und irgendwann bin ich dann der Sache auch aus dem Weg gegangen. Zumal Alexander, mein anderer, also mein bester Freund und Markus sich nicht besonders gut leiden konnte und es da auch oft zu Eifersüchteleien kam. Und da weiß ich auch noch in der Zeit, dass ich auch mit Alexander dann öfters mal Streit angefangen hatte, weil er sauer war, dass ich mit Markus gespielt habe und umgekehrt. Und dann ging mir das tatsächlich irgendwann echt auf die Nerven. Und dann kam es zu einer Situation zwischen Markus und mir, die habe ich ihm bis heute noch nicht verziehen. Und das war sehr einschlägig für mich auch, wenn man da heute drüber schmunzeln kann. Ich war ja damals so ein, ja, so ein
die weibliche Form von Indiana Jones. Ich war immer auf der Suche nach Schätzen und nach irgendwelchen verschollenen Geheimnissen. Und ich habe tatsächlich im Wald, als ich mit Markus und es war noch irgendjemand dabei, im Wald gespielt habe, habe ich ein Bajonett gefunden. Das ist dieses Messer, was damals im Zweiten Weltkrieg sich die Soldaten auf die Waffe gesteckt haben. Heißt das Bajonett? Ich meine ja. Das habe ich gefunden. Allerdings bei ihm im Wald. Also, die hatten hinterm Haus auch so ein Waldstück und das habe ich in seinem Waldstück gefunden. Und woraufhin er mir das abgenommen hat und gesagt hat, das ist meins, das ist auf unserem Grundstück, das gehört mir. Und dann gab es richtig Krach. Ich weiß nicht, ob wir uns geprügelt haben. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und ich habe leider diesen Kampf verloren und erst mit diesem Bajonett nach Hause stolziert und ich war wirklich sehr frustriert, dass der das jetzt hatte, weil das war das Größte, das war das Allergrößte, was man da hätte finden können. Und er hat es mir ja weggeschnappt und da hatten wir Krieg. Und der hat sich auch nicht legen können. Das heißt, mit ihm hatte ich es mir verscherzt in der Straße oder er hat es sich mit mir verscherzt. Wen gab es da noch? Ja, ich hatte in der Straße auch eine beste Freundin wohnen. Eine beste Freundin, also das ist ein Mädchen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe und die ich auch sehr mochte. Allerdings fand ich die Verhältnisse damals da ein bisschen schwierig. Ich habe den Vater als sehr, sehr, sehr launisch und ja, auch sehr, sehr aggressiv in Erinnerung. Die Mutter, die war eigentlich nett. Aber ich glaube, die war auch sehr. Also, ich will es jetzt nicht beschönigen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie irgendwas da hineininterpretieren, aber ich glaube, sie und ihr Bruder hatten es echt nicht leicht zu Hause. Die hatten es echt nicht leicht. Sie war auch ein bisschen älter als ich, der Bruder auch. Ich mochte die eigentlich beide. Nur dann ist es eben so gekommen, dass ich Probleme mit ihrem Bruder gekriegt habe. Ja, ich war mir gar nicht sicher, ob ich das hier erzählen möchte, sollte, weil ich das eigentlich jetzt nicht so, ja, in die große Glocke hängen will, aber es hat mich dann doch damals sehr beeinflusst, was eben die Wahl meiner, ja, meine Kontakte in der Straße anging. Und ich war, wie gesagt, mit diesem Mädel sehr eng befreundet. Und dann bekam ich aber dann Probleme mit dem Bruder. Der Bruder war also deutlich älter. Sagen wir mal so, ich glaube, der war so 16, 17 und ich war ja damals 8. Und wenn ich dann da zu Besuch war, kam es dann schon mal vor, dass er mich so ein bisschen bedrängt hat mit ja, eindeutigen Aussagen. Und ja, also ich wusste schon, worauf es hinauslaufen sollte. Hab mich dem aber entzogen, weil ja, das mir Angst gemacht hat, ganz klar. Ich meine, ich kannte das ja schon von Charlie und das, wenn, dann durfte das auch nur Charlie und nicht der auch noch. Das hat mich also etwas beunruhigt, beängstigt und einmal bin ich ihm auch im Wald begegnet. Und der hatte also eindeutige Sachen von mir verlangt, die ich aber abgelehnt habe. Ich bin dann schnell nach Hause gelaufen und habe aber dann für mich beschlossen, dass ich nicht mehr mit meiner Freundin spielen möchte. Und nein, nein, tut mir das sehr leid. Ich hätte ihr das ja dann auch irgendwie erklären können, aber ich hatte da auch Angst vor. Ich weiß noch, dass ich einmal mit ihr auf der Straße dann gespielt habe und sie gesagt hat, komm, wir gehen rein. Und ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht. Weil ich schon ihren Bruder oben am Fenster hab winken sehen. Im Nachhinein glaube ich, dass ihm das auch irgendwo leid getan hat. Aber trotzdem, das war eine Situation, die mich beängstigt hat und auch beeinflusst hat. Denn
Irgendwie habe ich es nicht verstanden, warum es immer und überall ständig auf dieses Thema hinauslaufen sollte. Denn weitere Erfahrungen habe ich dann auch machen müssen in diese Richtung, als ich dann, also als wir dann mit unserer Tagesmutter zum Schwimmkurs gefahren sind. Also unsere Tagesmutter hat uns dann alle ihre Söhne, mich und meine Schwester mit zum nahegelegenen Schwimmbad genommen und da haben wir einen Schwimmkurs gemacht. Und in diesem Schwimmkurs war auch ein Junge, deutlich älter, der muss auch so 16, 17 gewesen sein. Der hat mir ja so ständig zwischen die Beine gefasst und solche Sachen. Und dann war mir klar, dass ich auch nicht mehr zum Schwimmen möchte. Ich habe mich tatsächlich dann mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wieder schwimmen zu gehen. Habe das aber nicht benennen können. Das war mir einfach peinlich, unangenehm. Ja, und somit wurden die Kontakte in der Straße immer weniger, bis auf der Alexander. Der Alexander ist geblieben, auch wenn der es sicherlich nicht leicht mit mir hatte. Ich ging dann, glaube ich, in die zweite, dritte, sagen wir mal, in die dritte Klasse. Genau. Und das war, glaube ich, auch so der Zeitpunkt, als wir umgezogen sind. Das heißt, das Haus wurde verkauft. Und wir sind in das, damals hieß das Neubaugebiet gezogen. Das war nicht weit von der Straße, in der wir gelebt haben. Das heißt, mit dem Fahrrad war ich vielleicht 5 bis 10 Minuten unterwegs. Das heißt, meine Alexander war noch für mich erreichbar, aber wir haben eben diese Straße verlassen und sind woanders hingezogen. Meine Oma kam mit. Wir hatten also ein Mietshaus, in dem er noch eine Sitterin-Wohnung drin war. In diese Wohnung zog dann meine Oma ein, meine verrückte Oma. Und das war, glaube ich, die Zeit, wo ich so ein bisschen auch ein bisschen zur Ruhe gekommen bin. Denn natürlich war alles aufregend, neue Wohnung und vor allen Dingen ein neues Zimmer. Ich hatte komplett ein Zimmer für mich alleine, neue Möbel. Und das hatte schon ein bisschen, glaube ich, was von Bestechung. Das hat mich aber dann doch irgendwie ja, besänftigt, dass ich da mal ein bisschen runtergekommen bin. Denn ja, so ein Zimmer zu haben, ein eigenes, war ja schon geil. Und die Krönung an der Sache, in diesem Zimmer stand eine Schreibmaschine. Das heißt, Josef hat mir, woher auch immer, eine Schreibmaschine geschenkt. Ich weiß nicht, woher die das wussten. Vielleicht habe ich das mal angemerkt, dass ich auch eine Schreibmaschine haben möchte. Aber Schreibmaschine war für mich damals das Größte. Und dann fällt mir auch wieder der Zusammenhang ein. Denn so in der dritten Klasse fängt man an, die ersten Aufsätze zu schreiben. Und ich habe festgestellt, dass mir das Aufsatzschreiben unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich habe auch super gute Noten dafür gekriegt. Und ich weiß, dass meine Klassenlehrerin damals gesagt hat, dass in mir wohl ein verstecktes Talent, also ein verstecktes Talent steckt, eben das Schreiben. Und da habe ich dann doch schon so ein bisschen davon geträumt, dass ich meine Geschichten schreibe und das auf einer Schreibmaschine. Das hat nämlich Alexander auch gemacht. Der hat nämlich auch immer Geschichten geschrieben und das war dann also eine weitere Gemeinsamkeit, die wir hatten. Ja, neues Zimmer, Schreibmaschine, besänftigt. Durch den Umzug hat sich das Problem dann auch so ein bisschen in Luft aufgelöst, was ich hatte, was meine Oma väterlicherseits betrifft. Wir haben ja tatsächlich vorher nebeneinander gewohnt. Ich in dem Haus, das mein Vater gebaut hat, und nebenan meine Oma, die natürlich immer noch furchtbar sauer auf meine Mutter war und aus Loyalitätsgründen, was mich auch immer noch ankotzt bei sowas. Das ist einfach so ein innerlicher Zwang anscheinend, dem man sich selbst aufbürdet oder dem einem unterschwellig aufgebürdet wird, dass man ständig loyal sein muss seiner Mutter gegenüber. Denn ich habe wirklich festgestellt, dass ich Probleme hatte, mit meiner Oma zu kommunizieren. Das heißt, ich habe teilweise vermieden, rüberzuschauen oder sonst irgendwas, aus Angst, ihr zu begegnen und aus Angst, dass meine Mutter sieht, dass ich mit meiner Oma rede.
Wie schlimm, oder? Also ich finde das heute noch unglaublich schlimm. Ich bin tatsächlich nur zu meiner Oma gegangen, wenn mein Vater uns abgeholt hat, wegen Zwecksbesuchsrecht. Und er dann gesagt hat, komm, wir gehen mal rüber zu Oma, die hat euch ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ich weiß, dass wir das dann ein paar Mal gemacht haben und dass meine Oma sehr traurig war, dass wir sie nicht besuchen, beziehungsweise ich war ja dann schon ein bisschen älter und sie sagte auch, du bist hier immer in der Straße mit deinen Freunden am Spielen, komm doch mal vorbei. Komm doch einfach mal wieder rein. Aber ich habe mich dann einfach nicht getraut. Und als wir dann weggezogen sind, war das für mich natürlich die reinste Erholung, weil ich dann nicht mehr so nah bei meiner Oma war und somit auch nicht, ja, offensichtlich meine Oma ignorieren musste. Dennoch gab es dann mal, auch nachdem wir dann umgezogen sind, die Situation, dass ich Alexander besucht hatte mit dem Fahrrad und wir ja in den Wald wollten und eine Mücke und ich mit ihm am Haus meiner Oma vorbeigelaufen bin. Ja, und ich aus Angst die Straßenseite gewechselt habe. Und ich weiß noch, dass sie am Fenster stand und abgespült hat und hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen und gewunken und ich habe nicht zurückgewunken, sondern bin ganz schnell an diesem Fenster vorbeigelaufen, weil ich Angst hatte, mit meiner Oma zu sprechen. Unglaublich. Das hat meine Oma sehr persönlich genommen. Ich bin froh, dass ich das in diesem Leben noch mit ihr klären konnte und ihr erklären konnte, was da das Problem war, weil das hat sie wirklich sehr persönlich genommen. Und so wie auch mein Vater dann das persönlich genommen hat, dass ich Probleme hatte, bei ihm zu sein. Ich hatte ja im letzten Teil schon erklärt, dass ich mich bei ihm, Barbara und Sonja nicht besonders wohl gefühlt habe. Zumal ich dann auch festgestellt habe, dass Sonja, so wie meine Schwester auch, sie waren im gleichen Alter, mein Vater komplett als Stiefvater, Vater akzeptiert hat und auch ihn Papa genannt hat. Das hat mich also wirklich, das hat mich sehr verletzt. Und ja, man kann es kindliche Eifersucht nennen vielleicht. Weil das war mein Papa und nicht ihr Papa. Aber so war es eben. Und sie hat sich genauso meinen Vater an den Hals geschmissen, wie meine Schwester sich ihren neuen Stiefvater an den Hals geschmissen hatte. Also zwei perfekte Goldkinder, die sich komplett in diese Situation einfügen konnten und dieses bescheuerte, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, dieses bescheuerte Schauspiel damit gemacht haben. Nur ich war ständig am Heulen. Und ich weiß, dass ich bei meinem Vater damals war. Er musste uns ja eine Stunde fahren, um uns abzuholen. Und dann eine Stunde wieder zu ihm nach Hause. Und da gab es tatsächlich einen Abend. Ich habe es wirklich versucht auszuhalten. Ich weiß noch, dass ich mit Sonja und meiner Schwester zusammen gespielt habe. Wir haben irgendeine Kinderkacke gespielt. Ich muss mal was trinken. Ups. Oh. Ich habe irgendwas mit denen gespielt und dann hieß es, es geht gleich ins Bett und irgendwie wurde ich unsagbar traurig. Ich weiß auch nicht, was da ist jetzt also, glaube ich, nichts gelaufen. Also die Barbara war jetzt auch nicht blöd zu mir oder aber irgendwie kam ich, wie gesagt, mit dieser verkehrten Welt nicht klar und ich kam auch nicht damit klar, dass die Sonja so. Ja, sich so an meinen Vater rangeschmissen hat und mein Vater da voll drauf eingegangen ist. Und da habe ich angefangen zu weinen und wollte nach Hause. Und das hat mein Vater sehr persönlich genommen und ich weiß, dass das sehr wütend war an dem Abend. Mich wortlos ins Auto gepackt hat. Also ich saß wirklich hinten, war am Boden zerstört, weil er so wütend auf mich war. Und dann hat er mich nach Hause gefahren. Hat sich dann auch beschwert, dass er so lange fahren musste, dann 4 Stunden insgesamt. Und ich weiß, es war im Winter. Und dann hat er mich zu Hause, bei unserem neuen Zuhause, ja, wir sind ja, waren ja umgezogen, rausgeschmissen und ist einfach weggefahren. Er hat noch nicht mal gewartet, um zu gucken, bis ich im Haus war.
Und ich bin an dem Abend noch auf dem Eis ausgerutscht und habe mich ja so ein bisschen verletzt und er ist einfach weggefahren. Und das war für mich dann auch nochmal wieder so ein Schlag in die Fresse, so dieses, was ist bloß mit deinen Eltern los? Was verdammt nochmal ist aus deinen Eltern geworden? Ja, wir lebten ja dann in diesem neuen Haus und ich habe mich, ja, ich würde sagen, in dieser neuen Wohnung dann doch gut eingelebt. Hab versucht, das Beste draus zu machen. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Thema, das mir eigentlich sehr unangenehm ist, aber es ist einfach wichtig, wichtig, dass ich das mit auf den Tisch packe, damit auch einfach klar wird, was für Folgen sexueller Missbrauch hat und wie man als Kind oder wie sich das als Kind dann auch weiterentwickeln kann, ne? Also was da die Folgen sind. Und es war tatsächlich dann so, dass ich festgestellt habe, dass ich mich zu meinem Nachbarn hingezogen fühle. Und ich war ja 8, 9, nee, ich glaube, ich war 4. Klasse oder so, 3., 4. Klasse. Und habe mich dann tatsächlich in meinen Nachbarn verliebt. Und ich weiß, dass mich das wirklich zutiefst aus der Bahn geworfen hat, denn ich kannte dieses Gefühl nicht. Ich kannte dieses Gefühl nicht. Der Mann, der war über 40. Und er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Charlie, auch wenn er deutlich attraktiver war. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, die, ja. Also, wenn ich daran zurückdenke, das war wirklich schlimm. Als Kind sich zu verlieben in einen erwachsenen Mann, das ist krank. Das ist vollkommen krank. Und es fühlt sich auch krank an. Auch wenn man als Kind das dann gar nicht so differenzieren kann. Aber das Schlimme ist aus heutiger Sicht, und ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen, um Gottes Willen. Ich habe das irgendwie versucht zu verarbeiten, auch wenn ich dann zugeben muss, dass ich alles versucht habe, um diesem Mann nahe zu sein. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, der war verheiratet und hatte selbst Kinder. Die waren jünger als ich, die waren noch klein, aber trotzdem sitzt man dann ständig auf der Straße und spielt. Und er war da gerade noch sein Haus am Bauen. Und ich war immer draußen, wenn der draußen war. Und ich habe den wirklich angehimmelt. Und das Schlimme war, dass eben diese Charlie-Sache mit Sicherheit da auch der Auslöser für war. Und hätte dieser Mann es drauf angelegt. Das heißt, wenn ich hier auf einen Pädophilen gestoßen wäre, da hätte weiß Gott was passieren können. Ich hätte alles mit mir machen lassen. Und wäre da wahrscheinlich noch total glücklich drüber gewesen, dass der das überhaupt mit mir macht, weil ich ja so unsagbar verliebt in den war. Und das hat mich wieder komplett überfordert, inklusive der Situation zu Hause, die natürlich jetzt durch den Umzug nur einen anderen Raum gekriegt hat. Das heißt, es fühlte sich zwar immer noch blöd an, aber nicht mehr ganz so falsch, weil wir eben nicht mehr in dem Haus meines Vaters gelebt haben. Und oder in dem Haus, wo ich zusammen mit meinem Vater die Zeit verbracht habe. Sondern es war was Neues. Es war eben jetzt das Haus oder die Wohnung von Josef und meiner Mutter. Problematik war nur, dass die ständig der Meinung waren, ob Jück zu gehen, wenn ich das mal so sagen darf. Die waren also ständig unterwegs, arbeiten auch, aber auch, ja, die haben Kurzurlaube gemacht, sind weggefahren und wir haben eben ständig irgendwelche Leute im Haus gehabt, die auf uns aufgepasst haben, denn Josef hatte eine ziemlich große Familie. Er hatte ziemlich viele Geschwister und
Cousinen und die haben alle mal abgewechselt auf uns aufgepasst oder wir mussten dann zu denen nach Hause. Und das hat mich schon belastet und auch angenervt, weil ich eben sowieso ungern woanders geschlafen habe oder auch ungern woanders war. Aber es war auch immer irgendwie so eine Hin- und Herschieberei. Das fand ich nervig. Das fand ich wirklich nervig und es hat sich auch wieder dann eine Form von Frust aufgebaut. Und dann hat es auch nicht lange gedauert und jetzt kommen wir wieder zum Thema, dass ich irgendwann so eine gewisse Härte aufgebaut habe. Genau. Und ich musste also wieder Frust abbauen und auf meinem Schulweg, wenn ich denn Schule aus hatte, also es gab auf meinem Schulweg, egal ob ich jetzt mittags zu meiner Tagesmutter gegangen bin oder zu unserer Wohnung, in die wir gezogen sind. Nein, nochmal. Also ich muss ja meinen Frust loswerden. So. Und dann war die Strecke von der Schule bis zu meiner Tagesmutter ähnlich die, als wenn wir nach Hause gegangen wären, zu uns, wo wir dann jetzt eben gewohnt haben. Und auf gleichem Schulweg liefen auch zwei andere Jungs mit. Ich gebe dem mal einen Namen, oder? Ich könnte denen jetzt andere Namen geben, aber ich gebe jetzt einfach mal denen die richtigen Namen. Der eine hieß Michael und der andere hieß Patrick. Patrick und Michael waren Freunde und waren ein bisschen jünger. Ich glaube, die waren eine Klasse unter mir. Und ob ich dann alleine auf dem Schulweg war oder auch mit Frank, also der Sohn von meiner Tagesmutter, manchmal war der auch dabei, wenn wir dann den gleichen Weg hatten, aber der ist dann immer abgehauen. Also Patrick und Michael liefen da manchmal vor mir her und haben mich getriggert, weil sie einfach da waren und weil ich Frust hatte und weil ich vielleicht gerade keinen Bock hatte, nach Hause zu gehen und weil ich vielleicht gerade wieder Liebeskummer hatte wegen meinem Nachbarn, dann konnte es schon mal passieren, dass ich dem einen oder dem anderen Beinchen gestellt habe. Einfach nur so. Vollkommen grundlos. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo ich sagte, ich bin zur Mobberin geworden. Das hatte dafür natürlich Folgen. Die haben dann darauf reagiert, dass ich denen das Bein gestellt habe. Und es kam dann mehr oder weniger zu einer Auseinandersetzung, aber die beiden hatten Angst vor mir. Und haben dann eigentlich nicht viel, ja, viel gesagt. Die sind halt nicht viel auf meine Provokation eingegangen. Und das hat mich immer sehr gestört. Und dann bin ich tatsächlich dann oft hingegangen. Ich habe die wirklich terrorisiert. Jeden Tag nach der Schule habe ich diese zwei Jungs terrorisiert. Und ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen ist. Aber es hat sich dann irgendwann wirklich zugespitzt, dass ich besonders diesen Patrick immer dazwischen hatte. Und ich weiß auch nicht, was Patrick an sich hatte. Ich weiß nur, dass er leider mein Blitzableiter wurde. Und das tatsächlich täglich. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, tut mir das wirklich sehr leid. Und ich bin da wirklich glücklich drüber, Dass es heute das Facebook und Co. gibt. So. Und da war es tatsächlich so, dass ich diesen Patrick bei Facebook entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob er mich angeklickt hat oder ich ihn. Ich denke mal, ich ihn. Und das lag mir so schwer im Magen.
Heute ist Patrick 2 Meter groß und ich glaube auch 2 Meter breit. Und wirklich ein Bär von einem Mann. Und ich kann mich wirklich hinter dem verstecken. Und es hat mir wirklich unsagbar leid getan, auch heute noch. Und ich bin froh und glücklich darüber, dass ich das mit ihm geklärt habe. Ich habe mich tatsächlich via Facebook bei ihm entschuldigt, aufrichtig entschuldigt, ihm gesagt, dass ich damals einfach nicht ganz dicht war. Und ich hoffe, dass er da keine bleibenden Schäden von getragen hat. Er hat meine Entschuldigung angenommen und hat aber gesagt, dass ihn das schon belastet hat damals. Und ich weiß auch, dass ihn das belastet hat, denn es war tatsächlich nachher so, dass seine Mutter meine Mutter angerufen hat. Und ja, meine Mutter darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass ich immer ihren Sohn schikaniere und dass ich das bitte sein lassen soll. Das Lustige an der Sache ist, meine Mutter hat mich dann darauf angesprochen und war sehr ungläubig. Die hat das gar nicht geglaubt, was sie da gesagt hat. Ich glaube, die hat der das einfach nicht geglaubt, weil sie das sich nicht vorstellen konnte, dass ich sowas mache. Ich meine, heute kann ich mir das auch nicht mehr vorstellen, dass ich sowas mache. Oder das ist für mich, ich bin da immer noch fassungslos drüber heute, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Aber ich habe es gemacht. Mehrfach. Und habe das dann auch in der Schule dann auch weitergetrieben. Das heißt, ich habe mich auch ständig mit meinen Mitschülern gekloppt. Aus Gründen, die aber auch, glaube ich, ein bisschen mit Mobbing zu tun haben, aber gegen mich. Ich war ja von der Körpergröße her sehr schnell hochgewachsen und gehörte somit zu den größten in der Klasse, körperlich am größten. Und es gab auch noch einen Jungen in meiner Klasse, den nenne ich jetzt auch mal beim richtigen Namen, das ist der Stefan. Der war auch riesengroß und deswegen mussten wir beide, ob wir wollten oder nicht, zusammen an einem ganz besonderen Tisch sitzen. Eben ein Tisch mit einem blauen Punkt für große Kinder. Das fanden wir beide, glaube ich, nicht so toll, weil in dem Alter schickt es sich einfach, nein, in dem Alter ist es einfach nicht gut, wenn man neben einem Mädchen sitzt, beziehungsweise neben einem Jungen, weil dann hat man ja direkt was miteinander. Und ich habe es jetzt noch im Ohr, wie meine Mitschüler ständig irgendwelche Witze gerissen haben, von wegen, wie war das noch? Ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar, diese Scheiße halt, ne? Diese Kindergartenkacke. Und dann weiß ich noch, damals war ja Modern Talking ganz in und dann hieß es immer: Sherry, Sherry Lady, die Nicole kriegt ein Baby, macht doch kein Theater, der Stefan ist der Vater. Bin ich ausgeflippt. Bin ich ausgeflippt. Also, ich kann mich an 2 Schlägereien auf dem Schulhof erinnern, die aufgrund so einer Kacke vom Zaun gebrochen wurden. Die sind aber irgendwie nie gemeldet worden. Aber ich weiß, dass ich da nicht zimperlich war, sondern auch relativ schnell, ja, relativ schnell handgreiflich geworden bin. Und ja, wie gesagt, meine Mutter konnte es nicht glauben, aber die Phase war da. Ich weiß aber auch, der Das Anruf von Patricks Mutter und als dass der Patrick wirklich, der hat wohl gesagt, er hätte Angst, in die Schule zu gehen wegen mir. Er hatte wirklich Angst, in die Schule zu gehen wegen mir und das hat mich doch ein bisschen, das hat dann so ein bisschen meine sensible Seite wieder zurückgeholt und er hat mir dann leid getan und ich habe ihn dann auch in Ruhe gelassen. Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Und deswegen weiß ich oder weiß ich auch heute noch, dass da mein Verstand nicht ganz auf der Strecke geblieben ist damals, sondern dass ich dann doch einfach, ja, dass es eine Phase war. Eine Phase, weil ich tatsächlich nicht damit klarkam, dass ich in meinen Nachbarn verliebt war. Das hat mich wirklich belastet. Und ich weiß, dass ich da sehr drunter gelitten habe. Weil das ist ja so ein hoffnungsloses Ding. Hoffnungsloser geht's ja gar nicht mehr.
Und dann durch diese Hochsensibilität ist natürlich auch das Gefühl des Verliebtseins 10-mal schlimmer. Und das war für mich wirklich schlimm. Das habe ich als sehr, sehr schlimm in Erinnerung und konnte damit auch überhaupt nicht umgehen. Und ich erinnere mich noch, dass ich, dass wir von der Schule aus, wenn ich es gleich finde, habe ich ein Bild. Ich habe diesen Mann sogar gemalt. Ich habe diesen Mann sogar gemalt in der Schule und wundere mich, warum damals keiner mal nachgefragt hat, wer das ist auf dem Bild. Denn mein Vater war es definitiv nicht. Ja, das war nicht schön. Ja, lustigerweise habe ich diesen Mann vor 2 Jahren noch mal gesehen und habe mir den genau angeguckt und habe mir nur gedacht, ich meine, der ist ja jetzt auch schon alt, ne? Habe mir nur gedacht, meine Güte, da habe ich mich, mein inneres Kind, gefragt, boah Mann, was fandst du nur so an dem? Was fandst du an dem? Dass ich in meinen Nachbar verliebt war, war tatsächlich sicherlich eine Nachwirkung noch von dieser Charlie-Geschichte. Und ja, die hat mich dann wohl dann doch sehr verwirrt. Ja, eigentlich müsste ich hier in Teil 7 noch einen Cliffhanger einbauen für Teil 8. Aber mir fällt gerade keiner ein, aber es muss auch nicht sein. Also, ja, also was diese Liebe zu meinem Nachbarn betrifft, da kann ich also euch alle beruhigen, da ist definitiv nichts gelaufen. Er hat also mich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er hat dann irgendwann, wenn er dann mich gesehen hat im Auto, hat er dann wenigstens immer mal gegrüßt und jedes Mal, wenn er mich gegrüßt hat, dann ist für mich, dann war das der schönste Tag für mich. Nur weil er mich gegrüßt hat. Das war unglaublich. Das war wow. Am nächsten Mal geht's weiter, wie ich dann auf einmal beschlossen hatte, ein Junge zu werden. Ich wollte einfach kein Mädchen mehr sein. Das gibt's beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao.